Ja, Grüße aus Brüssel nach Deutschland. Heute beschäftigt uns ein Thema und das ist Afghanistan. Afghanistan und das Versagen des Auswärtigen Amts bzw. an Heiko Maas. Heiko Maas, bekannt als ehemaliger Justizminister, schon komplett versagt. Anstatt die Karte zu ziehen, gehen Sie nicht übers Los, gehen Sie direkt ins Gefängnis, sogar die Karte ab ins Auswärtige Amt. Der Mann ist Außenminister geworden und richtet so einen Schaden an weltweit seitdem. Das ist unvorstellbar. Und nun richtet er nicht nur Schaden an, sondern er ist für viele, viele Menschenleben verantwortlich, was in Afghanistan passiert. Nach meinen Informationen liegt dem Auswärtigen Amt eine Liste mit 15.000 Personen vor, die entweder für deutsche Firmen gearbeitet haben oder die deutschstämmig sind. Tagtäglich erreichen uns Nachrichten. Gestern erst wieder hat sich ein Vater an uns gewendet, Hilfe suchen. Der hat Heiko Maas vertraut, dass Afghanistan sicher sei. Im Sommer ist runtergefahren zur Hochzeit mit seinem 12-jährigen Sohn und sitzt dort fest. Er hat die deutsche Staatsangehörigkeit, er ist jetzt in der CFOS untergebracht. Und wir versuchen ihn, was gar nicht unsere Aufgabe ist als kleine Partei, aber wir versuchen natürlich zu helfen und wir versuchen ihn aus Afghanistan herauszuholen. Ein Heiko Maas kann großspurig dafür sorgen, dass es vielleicht 1 Milliarde Hilfsgüter für die Taliban gibt. Er kann aber nicht dafür sorgen, dass 15.000 Menschen dieses Land als entsprechenden Geleit verlassen können und in Sicherheit gebracht werden. Stattdessen bekommen diese Menschen nach meinen Informationen Standardmails, wo nur drinsteht, halten Sie aus. Sie versuchen zu kommunizieren mit dem deutschen Auswärtigen Amt, auch dieser Vater, was ich gerade gesagt habe, und er bekommt lediglich Standardmails, beschwichtigende, halten Sie aus, bleiben Sie im Safehouse. Unglaublich, unvorstellbar, was da abgeht und welches Leid und Not. Und deswegen fordere ich hier das Außenministerium auf, endlich tätig zu werden. Wir müssen diese Menschen aus Afghanistan herausholen.